im Ernstfall für Sie da. Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung präsentiert SRF ohne Limit. Sollen wir hier reinreden? Grüezi und herzlich willkommen bei SRF ohne Limit. Das ist die vierte Folge. Heute haben unsere Teams ein bisschen tierische Unterstützung verdient. Wir sind schon sehr gespannt, wie sie mit dieser werden umgehen werden. Ja, und der Morgen hat natürlich im Nachtlager schon viel früher angefangen. Und weil wir hier mit unseren Gespönchen sind, habe ich gehalten, am Dr. Björn Zörner mit ins Lager zu gehen. Drei Teams, fünf Tage, ein Ziel: die Gotthard-Überquerung. Und das mit Rollstuhl über Stock und Stein. Wenn man oben stark ist, kann einem niemand aufhalten. Mit dem Rollstuhl in den Bergen, das ist jetzt Neuland für mich. Und wenn die Leute im Vorhinein schon sagen, das geht dann da nicht mit dem Rollstuhl, ja. Das sage ich dir dann, ob es geht oder nicht. Wer schafft es als erstes ins Ziel? Das ist SRF ohne Limit. Vor vier Tagen sind Teams zu Göschenen gestartet. Jetzt sind sie schon an dem Gotthardpass im Lager auf 2150 Meter über Meer. Hier war die Nacht kalt und zu allem anderen auch noch stürmisch. Jetzt habe ich die Feuerstelle gezügelt, weil oben ist alles nass. Es hat gestern die ganze Nacht geregnet. Und ich habe jetzt den Platz unter der Plache genommen, in der Hoffnung, dass nicht alles so nass ist. Teilweise sind die Schlafsäcke ziemlich durchweicht. Schon auch schön feucht, logisch. Wenn ich jetzt so machen würde, dann kommt jetzt alles Wasser raus. Wir waren zu 100 Stunden im Schlafsack. Ich hatte die Idee, dass es heute Morgen schön warm ist. Aber sie sind jetzt flutschnass. Aber ich kann noch trocknen. Die Nacht war nicht so super. Es hat recht angefangen zu stürmen mit Sturmwarnungen und dann hat es angefangen zu hageln. Und das Zelt war nicht, so, nicht so stabil. Also sprich, die ganze Zeltwand war mega nass. Gewesen. Für die drei Teams gibt es jeden Morgen eine Ration Haferflocken. Dass es wenig zu essen gibt, ist ein Teil, der zu diesem Abenteuer dazugehört. Also, Haferflocken. Da. Machst du, ist es da? Coole Sache. Es ist mega gut am Morgen, einfach wieder irgendetwas zwischen den Zähnen zu haben. Und heute ist er. Angenehm zum Essen, nicht versalzen. Der Dr. Björn Zörner schaut täglich auf Gesundheit. Das ist bei so einem Abenteuer besonders wichtig, weil die Schmerzempfindung am Gesäß und Bein bei Menschen im Rollstuhl beeinträchtigt ist. Guten Morgen zusammen. Wie hat das gehabt, die Nacht? Feucht und nass. Feucht und nass? Ja. Und nach der Challenge gestern im Wasser machen wir nochmal einen Hautcheck heute. Ja. Und ja, dann freut euch mal auf den vierten Tag. Die Passhöhe haben sie gestern erreicht, aber sie sind noch lange nicht am Ziel, zu Airolo. Ich glaube, es geht noch ein bisschen hoch. Und, also ich glaube, die Höhe ist noch nicht erreicht. Wo wir schon bei 2-1 ist das so. Also ich glaube, es geht noch ein Stückchen hoch. Und ich glaube, es wird eine Challenge. Die Beine merkst du natürlich jetzt schon, gell, vor lauter Stossen. Den Rücken merkst du vor Lupfen. Das sind natürlich Bewegungen, die ich mir jetzt nicht so gewöhnt bin, permanent in der Haltung. Und auch die Schulter, also der Körper ist langsam wirklich tschüss. Sobald du anfängst zu schlafen, du merkst, der Körper ist recht vorbelastet schon. Also, der Medical Check hat heute ergeben, dass alle weitermachen können. Also, das ist die gute Nachricht. Gab keine größeren Probleme, leichte Hautabschürfungen, die wir aber gut behandeln können und kein Thema sind, dass jemand aufgeben müsste. Kiki und Christoph werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt wiedersehen. Daher habe ich jetzt die Möglichkeit, euch die Karten auszuhändigen.
Und dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Vom Nachtlager geht es nochmals steil bergauf bis zum Stausee Lago della Sella auf 2255 Meter über Meer. Ich habe mich so ein bisschen darauf eingestellt, dass es eigentlich jetzt eher darauf geht. Jetzt gehen wir halt nochmal darauf. Ja, mal schauen. Aber wir wissen ja nicht viel von dem her. Kannst du dich ja nicht gross darauf einstellen. Ich freue mich, dass wir noch ein bisschen weiter rauf dürfen gehen. Ich bin gespannt, was noch auf uns wartet. Der Weg hierher von Göschen über den Gotthardpass war anstrengend. Alle sind am Limit. Ja, ausnutzen, dass wir Asphalt haben. Also, ich bin mega erleichtert, dass wir jetzt nicht über Stock und Stein müssen. Es fährt sich ziemlich viel ringer, auch zum Ziehen geht es besser. Es ist ja, glaube ich, wieder eine längere Strecke, wenn ich die Karte richtig verstanden habe. Aber es sollte echt Asphaltwege sein. Ja, das ist halt jetzt hart. Direkt so in die Steigung einsteigen. Mit kalten Muskeln, aber wir wissen ja, dass wir es können. Bremsen. Kannst du locker laden, Dario, wenn du willst. Halleluja. So, so geht es noch 3 Stunden. Alina. Hä? Tun wir noch das Rad weg, dann fahre ich allein. Schon? Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, wenn alles asphaltiert ist, fahre ich lieber allein. Bist du sicher? Ja. Gut. Schneid mich zuerst nachher durch. Also. Alles gut. Willst du dich alleine, oder? Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Alles gut auf einer. Muss es auf- oder runterziehen? Also, Abendruck kommt rüber, ja. Ist gut, ich fang schon mal an. Ja. Oh, Gianmarco, hä? Ja, ist einfacher, ist einfacher. Und Gianmarco? Ja. Er will da ganz allein rauf. Und gibt gerade Vollgas. Das ist brutal. Ja, Marco, nicht schlecht, du. Du Eppa. Gell, Bikini-Saison kommt. Bikini-Saison, hä? Jetzt muss sitzen. Es braucht wahnsinnig viel Kraft, um mit dem Rollstuhl so eine Steigung zu bewältigen. Ja. Ich glaube schon besser. Ich sage immer, man sollte sich selber nicht unterschätzen, nur weil man im Rollstuhl ist. Man sollte einfach das Beste daraus machen. Also, die Situation kann man nicht ändern. Und ich sage immer so, ich trainiere die Beine trainieren, dafür trainiere ich doppelt oben trainieren. Und ich denke, wenn man oben stark ist, kann einem niemand aufhalten. Oh, Staumur, sehen Sie? Ja. Ich sehe sie. Ich habe gemeint, sie sei tief von dieser Staumauer. Brutal. Die 3 Teams kämpfen um einen Sieg. Es geht darum, wer zuerst sein Rollo ist. Unterwegs müssen sie aber Aufgaben bestehen, die Möglichkeit, Sachen zu gewinnen, die den Weg einfacher machen. Teams sind schon am Raten, um was es bei diesem Bonusspiel auf der Staumauer gehen könnte. Ich sage 3 Esel. Ich fühle mich zwar schon seit
einer Woche wie Nüssel. Aber ich nehme noch draufreiten. Und irgendwo Staudamm überqueren. So was. Gut. Oh, das wäre so mein Highlight. Alles klar bei euch? Ja, wie geht's euch? Gut. So, ja, also. Ja. Heute. Heute. Oh, wow. Der Stausee hat einen Umfang von etwa 3,5 km. Es gibt einen holprigen Weg, der darum herumgeht. Herzlich willkommen hier auf der Staumauer. Wie ihr seht, haben wir hier noch ein paar Kollegen bei uns. Und Christoph erklärt euch, um was es hier bei diesem Bonusspiel geht. Beim ersten Spiel des heutigen Tages bekommen die tierische Unterstützung. Das Ziel ist, einem markierten Weg entlang das Material für die Challenge zu reichen. Das Team, das als erstes mit dem Tier zurück am Treffpunkt ist, dem wird das Material, das Gepäck für den Rest des Tages transportiert. Jetzt ist es so, wie bei uns Menschen haben auch Tiere ihre ganz eigenen Charakter. Wir haben ein Eseli und zwei Mulis. Das ist der Fritzli, das Eseli. Und er ist sicher mit Abstand der umgänglichste. Dann haben wir hier den Orfeo. Er ist der stärkste. Und Irma ist die schnellste. Jetzt gilt es euch zu entscheiden, welcher Charakterzug wohl der beste ist, um als erstes wieder hier zurückzukommen. Jetzt für das Team Walter. Bei der letzten Challenge, wirklich haarscharf vom Sieg vorbeigeschrammt ist, sind ihr die Ersten, die ein Tier auswählen dürfen. Als Zweites kommt Gianmarco, Team Gianmarco, könnt ihr auswählen, weil ihr erst eine Challenge gewonnen habt. Und dann bei euch, ihr nehmt das Tier, das dann noch übrig bleibt. Ist gut, wir haben hier noch Rüebli. Ein bisschen als Unterstützung, jedes Team kommt noch 3 Rüebli über. Damit man, wie man weiss, wenn man sie unter Druck setzt, dann laufen sie nicht so gern. Die lieben Tiere, und vielleicht könnt ihr sie mit den Rüebli noch ein bisschen locken. Einfach nicht vorher selber essen. Aber das ist euch überlassen. Okay. Ich bin ein Traum. Also die mal ich kann auch suchen. Ja, aber ich schon. Ich habe auch Holz, während die Tiere drauf. Dann sind wir die Schnellsten, weil wir halt nicht mehr ziehen und so. Ja. Gut, Team Walter, habt ihr euch entschieden? Ja, wir haben uns entschieden. Für? Und zwar für das Eseli. Für den Fritzli? Ja, genau. Sehr gut. Sehr schön. Und uns für den Fritzli entschieden, weil wir einen relativ grossen Respekt haben vor grösseren Maultieren. Und wir haben gefunden, er macht wahrscheinlich unser Tempo mega mit dem Rollstuhl. Und hoffen wir, dass es gut klappt. So. Gianmarco? Wir setzen auf das Schnelle. Auf die Irma? Ja. Wir hätten da den unbedingt wollen. Das heisst, das ist die schnellste. Und bei dieser Challenge geht es um Geschwindigkeit. Folglich ist für mich logisch, dass wir der schnellste wählt. Okay, dann haben wir Orfeo. Buongiorno. Wir freuen uns mega. Wir haben den Orfeo bekommen. Ist auch der grösste, glaube ich, ein Sturer. Aber wir freuen uns mega. Also, es ist eine coole Challenge. Und sie hat natürlich, sie kommt von einem Bauernhof, mich an. Von dem her, oder? Hat sie als Handling ein bisschen draußen gehabt. Und es kommt gut. Der Anfang ist noch gemütlich. Teams und Tiere müssen sich zuerst aneinander gewöhnen. Die Rüebli kommen noch nicht überall zum Einsatz. Jedes Team hat seine eigene Strategie. Die Tiere sind sehr verfressen und dann wollen sie immer mehr. Wenn sie einmal etwas haben, wollen sie immer mehr. Und ich glaube nicht, dass das Rüebli für hin und zurück langt. Und darum packen wir sie erst gar nicht aus. Also die Strategie ist, dass wir die nachher essen können. Ist ganz ein feiner, komm. Oh, hast du ihm schon wieder eins gegeben zwischen dir, dass er dich noch gut findet oder so? Ja. Er hat gerade eins bekommen. Komm. Mit dem Orfeo kommt das gut, Bubo. Alles gut soweit. Also wir sind ja gut dran, er macht das super. Es ist ein bisschen wasserscheu, habe ich das Gefühl. Aber souverän, ganz super. Das Team Walter mit dem Fritzli macht im Moment noch das Schlusslicht. Muss man ihm immer ein Rüebli geben, oder macht er das jetzt einfach so für sich? Moment, macht er alles, was er will, was er soll. Ich habe den Stein. Ja.
Ja, gut, dann. Also jetzt ist es leicht aufgegangen. Und dort bin ich schon froh gewesen, dass er mich gezogen hat. Und ich denke, er hat es gern, wenn er etwas arbeiten muss. Weil er ist mit dem gleichen Tempo ist er weitergegangen. Ob es jetzt gerade ausgeht oder ob es jetzt bergauf aufgeht. Langsam. Ja, lach das schon, wenn ihr zuhaufen wollt, soll er zuhaufen. Ja, jawohl. Also schau, wenn ihr zuhaufen wollt, soll er zuhaufen. Aber ja, genau, das ist eine gute Idee. Jawohl, sehr gut. Sehr ich nehme dir jetzt den Saft zusammen. Oh. Das Team Michaela ist in Führung. Nehmen wir die Schuhe ziehen? Nehmen wir. Ja, Schuhe komm, also, komm. Durch. Ja, jetzt ist er eh durch. Ja, wir müssen auch wieder einsteigen. Aber gut, Socken, wir sind voll nass. Komm, wir kommen hier. Komm. Schön. Schön so. Das ist voll nass, die Socken. Egal, ich habe noch andere. Also, jetzt gehen wir, komm. Schön hier. Stopp. Stopp. Ah, ja. Warte schnell, halt sie ja, an. Hey. So, halten. Stopp. Scheiße. Stopp. Mann, Eddie. Warte. Wo ist sie? Ich habe sie nicht gesehen. Keine Ahnung, wo ist sie? Ich habe sie nicht gesehen. Okay. Das Team Michaela kommt gut voran. Ich glaube, souverän. Ich kann es nicht ganz abschätzen. Hinterher schauen kann ich nicht. Ich muss mich da gerade recht konzentrieren. Unser Orfeo läuft sehr zügig. Er ist halt recht Vorwärtsdrang. Ich finde es schade, dass der Abstand immer grösser wird vorne. Obwohl wir eigentlich das Schnellste haben. Aber ja. Mal schon auf. Komm hier, komm zu dir. Ja. Nimm doch mal ein Rüebli für. Nimm doch mal ein Rüebli für. Ja, ich weiß nicht, ob das bringt. Ich weiß nicht. Was willst du schneller. Ich will mal ein Stückchen gehen. Ja, gib lieber du. Ich kann es nicht so gerne. Wenn du wirklich kein Rüebli für nehmen. Also schon. Hopp! Ist dich gleich gerade selber los, ne? Ja, weißt du wie. Schön hier mal. Komm jetzt. Dank dem Rüebli holt das Team Gianmarco plötzlich auf. Gehst du noch da? Ja, wir hätten sie schon lange überholt. Ja, wir hätten es schon viel früher machen sollen. Ich habe sie ihnen immer wieder gesagt, aber sie haben gesagt, sie wollen nicht anfangen mit dem Rüebli. Zuhinterst, aber konstant, ist das Team Walter. Und plötzlich? Dann hättest du doch müssen warten, dann die Brücke. Oh, jetzt aber. Was hast du denn jetzt gegeben? Du laufen lässt gut. Okay, Obacht. Oh mein Gott. Der Fritz lädt den Energieschub und der Abstand wird ganz schnell viel kleiner. Ja, so ist es los, ne? Ich mach. Fuck! Das scheiß Seil wieder! Nein! Fahr Retour. Wann? Kann er Retour bitte? Hey, nein, wo sind die? Schau mal. Hey, mal. Hä? Ja, shit, sind da hure weit hinten. Oh. Jetzt mal versuchen zum Überholen. Links. Achtung, links! Es ist erst die Hälfte von der Strecke. Wir bleiben ruhig, weil es bringt sonst nichts. Ich nehme jetzt das. So. Soll ich da warten? Nein, sonst okay. Zählt es nicht. Nicht? Ja, 100% nehmen wir das Team dort durch. Und jetzt ist das Team Gianmarco zu hinterst. Unser Seil vorne ist ins Rad reingekommen. Jetzt haben wir wieder rausgewickelt. Ich habe keine Ahnung, wie er reingekommen ist. Ja, dann hol ich es auch. Hol's! Also, schön, warten wir. Irma, stopp! Das Team Michaela findet das Material für die Challenge als erstes. Das Team Walter ist auf Platz 2. Gut. Ich will mir noch ein bisschen Dario? Ja.
Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf dem Weg zurück. Das Team Gianmarco hat aufgeholt und geht zuerst mal in Führung. Nein! Ich schaffe nicht, dass es nimmt. Nur zeuteln? Ja. Du darfst es nicht geben. Du musst noch anheben. Damit er trabt. Jetzt rennen mit dem Rüebli vor der Schnelle. Super. Schön hier, Mann. Ich schaue zum GM. Lauf. Ja. Schön. GM, alles gut? Super gut. Jetzt hast du es verdient. Schau mal. Du hast es super verdient. Ja. Und nachher wird er nur zeuteln. Jetzt kann man nicht halten. Schön. Eigentlich war es am Schluss zu Rüebli geben. Ganz am Schluss. Jetzt wieder herhalten. Ja, uiuiui, der ist komm, komm. Sie kommt, super. Schön, Irma. Super. Schaffen wir. Ja. Komm, Irma! Die Irma mag aber nicht mehr. Ich glaube, wieder einmal ist auch Strategie gefragt. Und zwar, es ist ein lebendes Tier. Du kannst nicht einfach wie im Auto einen Gang höher schalten und mehr aufs Gaspedal treten. Und wir müssen akzeptieren, dass Irma jetzt nicht mehr so mag. Und schauen wir gescheiter auf uns, dass wir mehr mögen. Und das Rüebli, das wir noch haben, behalten und essen. Weil der Gewinn ist nur, das Gepäck getragen zu bekommen. Und das ist mir auch egal. Also ich kann es auch einfach so am Rücken tragen. Das haben wir ja eh immer schon gemacht. Die Michaela führt. Knapp hinten dran ist das Team Walter. Jedes Mal für den zweiten Rang etwas überkämpfen, wären wir schon recht gut drin. Nein, aber bei mir bin ich schon etwas hässig geworden. Also hässig, nein. So. Weil ich halt immer gesagt habe, nehmen wir Rüebli. Und ihr beide so, nein. Ja, wir haben es halt für uns als Team safe. Das musst du auch verstehen. Ja, aber jetzt ist ja alles gut. Jetzt haben wir einen Teil gegeben. Und einen Teil haben wir für uns. Ja. Und am Retterweg hat gar nichts mehr genützt. Nicht einmal mehr ein Rüebli. Also, sie mag einfach nicht mehr. Das ist auch okay, weißt du. Ja. Das ist ja nur ein Tier. Ja. Wir sind jetzt wirklich am vierten Tag, wir sind alle müde, wir haben Hunger. Das ist komplett normal, dass auch mal einer gefrustet ist und man kurz laut wird. Also ich nehme das gar nicht persönlich. Und wenn es jemand persönlich nimmt, finde ich es gut, wenn wir darüber reden. Es ist offensichtlich, wir haben nicht gewonnen. Wenn ihr gefunden habt, jetzt müssen wir auch nicht mehr stressen. Genau, nein. Eine Graspause machen zwischendurch. Ja. Ist es, hat ihr mal nicht so wollen? Oder? Nein, sie hat nicht mehr mögen. Hat sie nicht mehr mögen? Nein. Hat es Spass gemacht? Das Spiel. Ja, ja, ja. Gut, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und am schnellsten das Team Michaela. Darum dürft ihr das Gepäck für den Rest des Tages abgeben. Bravo. Bravo. Ja, es geht Schlag auf Schlag weiter. Der Weg zur nächsten Challenge kennt ihr. Und wir sehen euch dort. Macht's gut. Vom Lago della Sella geht es 1,5 Kilometer auf und ab bis zu der Alpe di Sorescia, wo die Challenge stattfindet. Von dort geht es nachher zum Nachtlager. Jetzt kommt noch der Muskelkater drin, im Nebenlaufen.
Aber schau mal den Murmel dort oben. Cool, schau mal. Michaela hat das Rennen mit dem Maultier gewonnen und ist drum bis zum Nachtlager ohne Gepäck unterwegs. Ohne Gepäck zu laufen ist herrlich. Das merkst du natürlich schon auch extrem. Also mir geht, als wieder etwas fehlen, als hättest du etwas vergessen. Aber herrlich. Also es war ein cooler Bonus, obwohl eben der Hunger natürlich sich auch spürbar macht. Die beiden anderen Teams tragen ihr Gepäck immer noch und auch das Material für die Challenge. Ja, der Einzelstock macht das gar nichts. Also stört mich nicht. Es wäre cool gewesen, hätten wir es gewonnen. Aber ich tue dem jetzt auch nicht nachtrauen. Ich schaue jetzt vorne. Und wir haben immer das Gepäck getragen und ich habe ja gar nicht mit dem gerechnet. Also ich habe mich darauf eingestellt, 5 Tage meinen Rucksack zu tragen. Und das mag ich auch. Nur wer mindestens eine Challenge unterwegs gewonnen hat, darf morgen am finalen Rennen auf Airolo teilnehmen. Für das Team Walter geht es um viel. Es ist bis jetzt als einziges Team noch nicht qualifiziert. Teams treffen ein. Wahrscheinlich ahnt schon, was es hier mit dieser Challenge geht. Die vierte Challenge bedeutet auch schon ein bisschen Endspurt. Unter Druck ist vor allem das Team Walter, das sich hoffentlich jetzt mit einem Sieg bei dieser Challenge für ein Finale qualifizieren kann. Wir sind also sehr gespannt, wie es läuft. Herzlich willkommen zur vierten Challenge. Ich sehe, ihr habt euer Material mitgenommen. Das haben wir für euch getragen. Dann übergebe ich das da gerade wieder. Bitte schön. Vierter Tag, vierte Challenge und also wieder die Chance, sich einen Zeitvorsprung zu sichern fürs finale Rennen. Das heisst auch wieder die Chance, sich überhaupt beim Team Walter zu qualifizieren fürs finale Rennen. Also wir drücken euch ganz fest die Daumen. Und vergesst nicht, was es zu gewinnen gibt, wenn man dann wirklich als erstes durchs Ziel durchgeht. Das Siegerteam von SRF Ohne Limit gewinnt einen Reisegutschein von Globetrotter barrierefrei im Wert von 15'000 Franken. Damit lassen sich Reiseträume in Tat umsetzen. Ja, wahrscheinlich ist es keine grosse Überraschung, wenn ich euch erkläre, um was es bei dieser Challenge geht. Wir haben dort hinten schon die Anlage aufgebaut. Ihr habt das Material dabei. Es geht darum, in 30 Minuten einen Pfeilenbogen zu bauen mit dem Material, das ihr habt. Und für jede Person eh viel parat zu machen, weil alle vom Team haben nachher eh Schuss zu gut und die höchste Punktzahl gewinnt. Dann hier viel markieren. Jedes Team hat ein anderes Kleppband, eine andere Fahne, damit wir wissen, wem welcher Pfeil gehört. Sind ihr ready? Yes. Yes. In dem Fall Achtung. Fertig. Los. Ich finde es mega cool auch. Es ist mal irgendwie so. Jetzt ist es immer so ein bisschen schnell und mit Kraft. Und jetzt musst du sehr fein und präzise arbeiten. Finde ich mal cool, dass es etwas ganz anderes ist. Ich freue mich drauf. Also, hör mal. Ja, vorsichtig. Ja. So. Wie weit da oben? Ja. Oder wenn wir da und da. Ja. Aber weißt du, da ist ja eben eine Beugung. Ja, ja, genau. Also die natürliche Beugung ausnutzen. Ich kann den auf jeden Fall gar nicht aufziehen. Das ist mein Problem. Welche Grösse braucht ihr? Ja, ich weiss nicht, aber das Problem ist, er wird stocker, umso kleiner als er ist. Kannst du auch so ziehen? So? Nein, wenn du ihn so hast. Nicht so, sondern eher so abdrehen. Ah, oh, schräg, Mensch. Einen guten Pfeilbogen bauen ist gar nicht so einfach. Wir haben es dann noch stabilisiert, weil jetzt kommt der kritische Teil, jetzt müssen wir es biegen. Jetzt in die natürliche Beugung rein. Genau, aber warte mal. Ja. Ja, jetzt wollen wir hier schauen. Am besten. Soll ich es so machen? Ich habe das Gefühl, bei dieser Challenge ist es wichtig, auf gewisse Punkte zu schauen. Zum Beispiel, dass uns nicht der Hauptstock, der Bogen, bricht. Du langsam, ja. Langsam. Aber gute Spannung hilft uns. Ja, nachher stehen wir dann mit dem Seil noch mehr. Okay.
dass die Pfeile super gebaut sind und gerade können fliegen können, dass sie genug Gewicht haben, sonst fliegt es uns hier mit dem Wind davon. Mensch, ja, aber ich bin nur hinten. Ich schau mal da rein. Nein, aber ein Dartpfeil ist ja vorne schwer, oder? Ein Dartpfeil ist vorne schwer und hat hinten die Flügel. Ja. Wir haben überlegt, dass wir ihn ja, ein bisschen schwer machen, weil wir recht Wind haben. Und jetzt ist unser Sinn gekommen, dass der Dartpfeil ja vorne Gewicht hat. Weil wir haben überlegt, wenn wir den ganz viel machen, dann haben wir das Problem, dass er uns am Stecken klebt, vielleicht zum Abrutschen. Und wenn wir den Vorderteil kleben, dann haben wir eigentlich den Effekt vom Dartpfeil. Und das ist jetzt die Hoffnung, dass das irgendwie aufgeht am Schluss. Probieren wir einfach da. Keine Ahnung. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen mies ist, aus meiner Sicht aus sollte heute nicht gewinnen, und zwar das Team Walter. Weil sie haben bis jetzt noch keine Challenge gewonnen und ich hoffe natürlich, dass sie keine Challenge gewinnen und mit morgen, damit wir schon mal 50-50 Chance haben mit dem anderen Team. Also es ist vielleicht eine Erleichterung, weil wir wären gerne morgen noch dabei, einfach bis zum Schluss. Aber ja, jetzt müssen wir es zuerst machen. Die Letzten werden die Ersten sein. Ja. Den Spruch gibt es ja. Und den haben wir ja schon im Hinterkopf. Also ist immer noch einiges möglich. Die Zielscheibe ist 15 Meter entfernt. Also, ihr seid ready und es geht los. Jeder von euch hat eh viel zu gut. Und am Schluss schauen wir, wie viel in die Zielscheibe stecken und wer am vielsten Punkt holt. Let's go, macht's gut. Schöner Schuss. Sehr schön. Ruhig, Fabio. Die Spannung steigt, je länger je mehr, bis man wirklich bei der Linie vorne steht und auf die Zielscheibe zielt. Als nächstes kommt Team Walter. Das ist eure Chance, die Challenge zu holen. Oh! Oh! Hey, das ist wow! Oh, nein! Das ist ja, der ist ja perfekt. Kein Punkt für das Team Walter. Es qualifiziert sich hier noch nicht für das finale Rennen. Wenn man etwas müde ist, dann ist der Kopf nicht mehr so der hellste. Und dann baut man wahrscheinlich weiss ich was zusammen. Und das ist wahrscheinlich genau die Herausforderung. Halt noch versuchen zu schalten mit dem Hirn. Team Michaela. Leider nicht. Du kannst es noch mal rausreißen, das Ruder drehen. Oh. Oh. Und wir haben das Siegerteam! Team Gianmarco gewinnt die Challenge. Herzliche Gratulation. Bravo. Bravo. Ein weiterer Zeitvorsprung von 10 Sekunden, dann sind wir bei 20. Gleichstand eigentlich wie das Team Michaela. Yes! Richtig geil. Aber auch für euch ist es noch nicht vorbei. Am letzten Tag gibt es noch mal eine Challenge, bevor es zum Finale kommt. Und wir wünschen euch jetzt schon für das alles Gute. Ja, wir setzen so auf euch. Bitte, bitte, unbedingt. Bitte. Wir werden euch unbedingt dabei haben im Finale. Ja. Ich finde, wir haben einen ziemlich guten Bogen gebaut und die Pfeile funktionierten. Das haben wir gemerkt, schon beim Probieren. Aber wir haben auch alle, glaube ich, ziemlich schnell gemerkt, dass es einfach eine Glückssache wird. Und ja, das war halt jetzt gerade nicht bei uns. Aber ich finde, wir haben gute Arbeit gemacht. Wir sind immer noch. Immer noch ein tolles Team. Immer noch ein tolles Team. Und wir behalten die Spannung offen bis morgen. Es ist nicht mehr weit zum Nachtlager. Noch einmal bergauf und von dort sieht man zum ersten Mal das grosse Ziel dieses Rennens, Airolo. Thank you.
Kraft in den Beinen ist wirklich langsam weg. Aber wir gehen ja richtig Nachtlager. Es ist nur, wir gehen da hoch, so viel. Ich muss jetzt eigentlich nur runter. Aber es ist ja recht steigend da. Wir sind auch alle müde. Aber läuft schon. Ohne Rucksack sensationell. Wow. Damn. Das ist hure. Wow, das ist ein Rolo da. Das ist ein Rolo. Genau. Und das links, das Dörfli, das ist jetzt eigentlich ein Rolo. Es ist emotional, weil wir sind das alles, das dritte, aufgekämpft, Schritt für Schritt. Und jetzt sehen wir gerade auf einmal gegen ein Ziel runter und philosophieren schon, wie wir unsere Liebsten sehen. Und irgendwie in dieser Woche ist sowieso alles ein Traum, aber jetzt langsam wird der Traum real. Also allein wäre ich ja nie raufgekommen. Das finde ich aber cool. Wenn das dritte haben wir es raufgeschafft. Allein wäre es nicht gegangen. Das ist ja die Idee von dem Ganzen. Und wir sind alle da, wir sind alle drei Teams jetzt da, oder? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es hätte immer etwas dazwischen kommen, gesundheitlich. Und das finde ich schön, dass wir jetzt dritten. Wir sind 9 Personen jetzt da, alle, die gestartet sind, sind jetzt da und sind auf Airola. Das ist schön, ja. Es ist gerade unglaublich, hier oben zu stehen, jetzt nach diesen 4 Tagen. Wir haben es echt bald geschafft und ich liebe Aussichten. Und das ist einfach so magisch. Und Traum einfach hier zu stehen. Und ich widme eigentlich in diesem Moment meine Mami, weil sie hat eine Lungenkrankheit seit Jahren und sie ist jetzt gerade im Spital. Und darum widme ich ihr eigentlich in diesem Moment und schicke ihr mega viel Kraft. Das Erlebnis möchte ich mal noch geniessen, der Mythos Gott hat. Und den habe ich jetzt in diesen 4 Tagen bis jetzt, wo wir unterwegs sind, wirklich können einsaugen, geniessen, erleben. Auch mit Strapazen, mit meinem Team. Einfach ein Traum. Ich finde es mega schön, dass Walter mich gefragt hat, ob ich da mitmachen würde. Also, weil das, was wir bis jetzt erlebt haben, das werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr. Danke, Walter. Und von jetzt an geht es vor allem bergab. Das Nachtlager ist aber gleich noch auf 2000 Meter und heute ist eine Überraschung versteckt. Oh, oh geil! Was haben wir? Reis! Wir haben Reis! Oh. Oh. So geil! Ja, Reis! Geil! Ewig! Ja, schau jetzt! Du bist wirklich der Blaser. Was ist das? Der letzte Abend, vor dem Finale, die letzte Übernachtung. Wir haben es bis hierher geschafft. Das ist grossartig. Wir haben euch aber auch noch 2 kleine Motivationen oder also ein bisschen Aufmunterungen. Eine habe ich gesehen, habt ihr schon gefunden. Das ist der Reis, der hier köchelt. So ein eine körperliche Motivation. Und Kiki hat für euch aber auch noch etwas. Ich habe noch etwas so für die mentale Motivation. Wir haben eine liebe Grußbotschaft von euren Liebsten. Ja. Oh, da geht's gerade los. Sorry. Hey. Ciao Fabio. Ti auguriamo una buona giornata. Hoi Dario. Denk dran, der Weg ist das Ziel. Auch wenn die Umstände widrig sind, kämpf weiter. Sorpresa. Hallo Chicha. Ich weiss, dass du gerade eine schwierige Challenge hinter dir gehabt hast. Ich weiß aber auch, dass du eine starke Frau bist. Hoi Mama, viel Glück dort oben in den Bergen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr könnt wenigstens gut schlafen. Liebe Brigitte, wir alle sind mega stolz auf dich. Oh Jeremy, so weit hast du es also schon geschafft. Sehr stolz auf dich. Ich hoffe, es geht den Umständen entsprechend gut. Liebe Walter und Team, wir sind in Gedanken ganz fest bei euch. Und wir bewundern euch, wie ihr das schafft. Hallo Gianmarco, ich bin mega stolz auf dich, wie du alles durchmachst. Hallo Michaela, seit ein paar Jahren gehen wir schon durchs Leben und haben einen Haufen Steine zum Weg ausgeleitet. Jetzt bist du ja dieser Challenge drauf. Und auch dort kosten die Steine und Hürden, die dir in den Weg hineingelegt werden, völlig auf die Seite räumen. Bleib dran, bleib stark, es sind nur noch ein paar Tage.
weil da dein Leitspruch ist, geht nicht, gibt's nicht. Bleib dran. Wir wünschen dir viel Kraft, Durchhaltewillen und hoffen, dass du gewinnst mit deinen Gespänli. Wir wünschen dir eine gute Challenge. Viel Glück, dies Mami. Fai tutte le cose per bene e divertiti. Alles Gute. Ich hab dich lieb. Viel Glück. Ich freue mich, wenn du wieder zurück bist. Aber du packst das, das weiss ich. Für mich bist du eh eine Siegerin. Bis gleich. Tonja und Dario, die werden dich unterstützen, wo sie nur können. Miteinander werden es schaffen. Und man sieht sich dann wieder. Ich liebe dich. Tschüss. Oh, so schön. Das war sie, die vierte Etappe von SRF ohne Limit. Und man darf auch sagen, auch das Mal sind unsere Teams recht an ihre Limit gekommen. Absolut, aber ein bisschen eifersüchtig auf ihr Nachtlager bin ich trotzdem. Weil die grandiose Aussicht, die hätte ich jetzt heute auch gerne noch genommen. Das stimmt. Und in der nächsten Sendung das Grande Finale. Kunstteam Walter weiter. Das entscheidet sich um vor allem, wer wird unser Siegerteam. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss zusammen. In der nächsten Folge bekommt das Team Walter die letzte Chance, sich zu qualifizieren. Und beim finalen Rennen geht es um alles. Im Ernstfall für Sie hier. Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung präsentiert SRF ohne Limit.